Kapitel 22. Ich bekam kaum etwas mit vom wöchentlichen Bericht. Ich saß auf dem Podium und während die Sekunden verrannen, konnte ich nur daran denken, wie nah ich daran war, nach Hause geschickt zu werden. Dann dämmerte mir, dass hier zu bleiben auch nicht viel besser wäre. Wenn ich nachgab und diese schrecklichen Ansprachen vortrug, hätte der König gewonnen. Vielleicht liebte mich Maxen, aber wenn er nicht genug Rückgrat hatte, es laut auszusprechen, wie sollte er mich dann vor dem beschützen, den ich am meisten fürchtete, vor seinem Vater? Ich würde mich stets König Clarksons Willen beugen müssen. Und trotz der Unterstützung, die Maxen von den Nordrebellen erfuhr, stand er hinter diesen Mauern ziemlich allein da. Ich war wütend auf Maxen, wütend auf seinen Vater und wütend auf das Casting und alles, was damit zusammenhing. Diese negativen Gefühle hielten mein Herz in Klammergriff. Bis zu dem Punkt, an dem nichts mehr einen Sinn zu haben schien. Mehr als alles andere wünschte ich mir, ich könnte Celeste, Chris und Elise erzählen, was passiert war. Aber das war unmöglich. Für mich würde es nichts besser machen. Und für sie wäre alles nur noch schlimmer. Ich musste meine Probleme selbst in Angriff nehmen. Ich wandte den Kopf nach links, wo die drei anderen Elitemädchen in einer Reihe nebeneinander saßen. Wer auch immer Prinzessin werden würde, würde allein damit klarkommen müssen. Mit dem Druck der Öffentlichkeit, die an unserem Leben teilhaben wollte, aber auch mit den Forderungen des Königs, der jeden in seiner Umgebung für seine Zwecke einspannte. All das würde auf den Schultern eines einzigen Mädchens lasten. Zögernd streckte ich die Finger nach Celeste aus und strich ihr über die Hand. Sie ergriff die meine und schaute mich besorgt an. Was ist los? Fragte sie mit stummen Lippenbewegungen. Ich zuckte die Schultern. Also hielt sie einfach meine Hand. Nach einer Weile schien sie ebenfalls ein wenig melancholisch zu werden. Und während die Anzugträger vor der Kamera weiter vor sich hin plapperten, fasste Celeste nach Chris Hand. Diese schien sich nicht darüber zu wundern. Denn innerhalb von Sekunden streckte sie die ihre nach Elise aus. Da saßen wir nun im Hintergrund des Studios und hielten uns an den Händen. Die Perfektionistin, Everybody's Darling, die Diva und ich. Den nächsten Vormittag verbrachte ich im Damensalon. Einige Angehörige der königlichen Familie waren in der Stadt eingetroffen, um den Weihnachtstag stilvoll im Palast zu begehen. Heute Abend sollte es ein prunkvolles Abendessen und Weihnachtssingen geben. Der traditionelle Weihnachtsabend gehörte zu meinen Lieblingstagen im Jahr, aber heute war ich zu unruhig, um in Stimmung zu kommen. Es wurde ein fantastisches Essen serviert, das ich nicht anrührte. Und wir erhielten wunderschöne Geschenke vom Volk, auf die ich kaum einen Blick warf. Ich war niedergeschmettert. Als die königliche Verwandtschaft vom Eierpunsch beschwipst war, schlich ich mich davon. Ich war nicht dazu aufgelegt, Fröhlichkeit vorzutäuschen. Bis zum Ende des heutigen Tages musste ich mich entweder bereit erklären, König Clarksons absurde Texte vorzutragen oder die Heimreise antreten. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Zurück auf meinem Zimmer schickte ich meine Zofen fort und setzte mich an den Tisch. Ich wollte es nicht tun. Ich wollte den Menschen nicht sagen, dass sie sich mit dem zufrieden geben sollten, was sie hatten, selbst wenn es nichts war. Ich wollte die Leute nicht davon abbringen, einander beizustehen. Ich wollte die Hoffnung auf Veränderung nicht zunichte machen, wollte nicht das Gesicht und die Stimme einer Kampagne werden, die besagte: Haltet still, lasst den König über euer Leben bestimmen. Etwas Besseres habt ihr nicht zu erwarten. Aber liebte ich Maxen denn nicht? Einen Augenblick später klopfte es an der Tür. Zögernd ging ich hin, um zu öffnen. Ich fürchtete mich vor den kalten Augen von König Clarkson, der wahrscheinlich gekommen war, um sein Ultimatum durchzusetzen. Maxen stand schweigend vor der Tür. Und auf einmal ergab all meine Wut einen Sinn. Ich wusste alles von ihm und alles für ihn. Ich wollte jedes noch so kleine Teil von ihm besitzen. Es brachte mich zur Weißglut, dass jeder Zugriff auf ihn hatte. Die anderen Mädchen, seine Eltern, sogar Espen. Uns umgaben so viele Einschränkungen, Meinungen und Verpflichtungen. Und ich hasste Maxen, weil er die Ursache dafür war. Und gleichzeitig liebte ich ihn so sehr. Gerade wollte ich einwilligen,
diese schrecklichen Ansprachen zu halten, als er die Hand nach mir ausstreckte. Würdest du mich begleiten? Ja. Ich schloss die Tür hinter mir und folgte Maxon im Flur entlang. Du hast recht, fing er an. Ich habe Angst davor, euch Vieren alles von mir zu zeigen. Du bekommst einen Teil, Chris bekommt einen anderen und so weiter. Je nachdem, was ich für jede von euch als passend erachte. Bei dir zum Beispiel verhält es sich so. Ich besuche dich immer gern in deinem Zimmer. Es ist, als betrete ich ein Stück deiner Welt. Und wenn ich das nur oft genug tue, kann ich irgendwann alles von dir bekommen. Verstehst du das? So halbwegs, sagte ich, während wir die Treppen hochstiegen. Aber das ist nicht wirklich fair. Und außerdem stimmt es auch nicht. Du hast mir einmal erklärt, dass dies unsere und nicht eure Räume sind. Ich denke, es ist an der Zeit, dir einen weiteren Teil meiner Welt zu zeigen. Vielleicht den letzten, der dir noch fehlt. Okay. Er nickte und wir blieben vor einer Tür stehen. Mein Zimmer. Ernsthaft? Nur Chris hat es bisher gesehen. Und das geschah aus einem Impuls heraus. Ich bereue nicht, es ihr gezeigt zu haben. Aber es fühlt sich an, als hätte ich die Dinge zu hastig vorangetrieben. Du weißt ja, wie ich manchmal bin. Allerdings. Er legte die Finger auf den Türgriff. Ich wollte das hier schon längst mit dir teilen. Und jetzt wird es höchste Zeit. Es ist nichts Besonderes, aber es ist mein Zimmer. Deshalb, ach, keine Ahnung. Ich will einfach nur, dass du es siehst. Schön. Ich sah ihm an, wie verlegen er war. Vielleicht, weil er eine so große Sache daraus gemacht hatte. Vielleicht aber auch, weil er es plötzlich doch bereute, mir das Zimmer zu zeigen. Er holte tief Luft, öffnete die Tür und ließ mir den Vortritt. Das Zimmer war riesig. Die dunkle Vertäfelung an allen vier Wänden bestand aus einem Holz, das mir unbekannt war. An der gegenüberliegenden Wand befand sich ein großer Kamin. Wahrscheinlich diente er nur Repräsentationszwecken, denn in Angeles schien es nie kalt genug zu werden, um ein Kaminfeuer zu rechtfertigen. Maxons Badezimmertür stand einen Spalt offen und ich sah eine Keramikwanne auf dem kunstvoll gefliesten Boden. Er besaß eine eigene Büchersammlung und neben dem Kamin stand ein Tisch, der aussah, als sei er eher als Esstisch als für die Arbeit gedacht. Ich fragte mich, wie viele einsame Mahlzeiten Maxon hier wohl schon eingenommen hatte. Neben der Balkontür befand sich eine Vitrine voller Gewehre, die penibel nacheinander angeordnet waren. Ich hatte seine Leidenschaft für die Jagd völlig vergessen. Das massive Bett war ebenfalls aus dunklem Holz und ich wäre gern herübergegangen und hätte es berührt, um festzustellen, ob es sich genauso gut anfühlte, wie es aussah. Hier hat ja eine ganze Fußballmannschaft Platz, Maxon, spottete ich. Habe ich sogar schon mal ausprobiert. Es war nicht so geräumig, wie du glaubst. Ich drehte mich zu ihm um ihm einen scherzhaften Klaps zu geben. Es machte mich froh, ihn so heiterer Stimmung zu erleben. Erst in diesem Augenblick entdeckte ich hinter seinem lächelnden Gesicht die Fotos. Ich zog scharf den Atem ein und ließ die prächtige Bilderwand auf mich wirken. Eine riesige Fotokollage hing neben seiner Zimmertür, breit genug, um in meinem Zimmer zu Hause als Tapete zu dienen. Es war keinerlei Ordnung erkennbar. Bild hing neben Bild, damit es sich daran freuen konnte. Das waren Fotos, die Maxon zweifellos selbst gemacht hatte. Denn sie zeigten den Palast, in dem er sich schließlich die meiste Zeit über aufhielt. Nahaufnahmen von Wandteppichen, Fotografien von prächtigen Zimmerdecken, die er auf dem Boden liegend geschossen haben musste. Und jede Menge Bilder vom Garten. Dann gab es Fotos von Orten, die er vielleicht noch zu sehen hoffte oder bereits besucht hatte. Ich entdeckte ein unvorstellbar blaues Meer. Es gab ein paar Bilder von Brücken und ein Foto zeigte ein mauerartiges Gebilde, das sich über viele Meilen zu erstrecken schien. Und inmitten all dieser Fotos prangte dutzende Male mein Gesicht. Das war das Foto, das ich für die Bewerbung zum Casting ausgewählt hatte. Und das von Maxon und mir für die Zeitschrift, auf dem ich die Schärpe trug. Wir wirkten glücklich auf dem Bild, als ob alles nur ein Spiel wäre.
Ich hatte das Bild nie zuvor gesehen, genauso wenig wie das für den Artikel über die Halloween-Party. Ich erinnerte mich, wie Maxon sich hinter mich gestellt und wir zusammen die Entwürfe für mein Kostüm betrachtet hatten. Während ich auf die Skizzen blickte, waren Maxons Augen auf mich gerichtet. Und dann die Fotos, die er selbst von mir gemacht hatte. Ein erschrockenes, als der König und die Königin von Svantveit zu Besuch waren und er nur kurz "Bitte lächeln" gerufen hatte. Eines, auf dem ich während des Berichts im Studio sitze und über Marley lache. Er musste sich hinter den Scheinwerfern versteckt und den kurzen Moment eingefangen haben, in dem wir ganz wir selbst waren. Und dann gab es noch ein Bild von mir, auf dem ich nachts auf meinem Balkon stand und den Mond anschaute. Fotos der anderen Kandidaten waren ebenfalls Teil der Collage. Die noch verbliebenen Elitemädchen entdeckte ich weitaus häufiger als die anderen. Doch hier und da blitzten Annas Augen neben einer Landschaftsaufnahme oder lugte Marleys Lächeln hinter einer Ecke hervor. Und obwohl wir sie gerade erst gemacht hatten, hingen bereits die Bilder von unserem Fotoshooting im Damensalon an der Wand. Chris und Celeste neben einem Bild von Elise, auf dem sie so tat, als würde sie ohnmächtig aufs Sofa sinken. Und auch das Foto, auf dem ich die Arme um seine Mutter geschlungen hatte. "Maxon", hauchte ich. "Das ist wundervoll. Es gefällt dir? Ich bin überwältigt. Wie viele davon hast du selber gemacht?" "Fast alle. Nur diese hier", sagte er und deutete auf die Bilder aus den Zeitschriften, "habe ich mir besorgt." Er zeigte auf ein anderes Foto. "Das hier habe ich schon in Honduragua aufgenommen. Ich habe es mal für besonders interessant gehalten. Doch jetzt macht es mich traurig." Das Foto zeigte ein paar röhrenförmige Schornsteine, die Rauch in den Himmel spuckten. "Ich habe immer nur den Himmel betrachtet. Doch jetzt denke ich daran, wie sehr ich den Rauchgeruch gehasst habe. Die Leute dort müssen das ständig ertragen. Ich war so selbstbezogen." "Woher stammt das hier?" fragte ich und zeigte auf die lange Steinmauer. "Aus New Asia. Sie bildete früher den nördlichen Teil der chinesischen Grenze. Man nannte sie die chinesische Mauer. Ich habe gehört, sie soll einmal sehr beeindruckend gewesen sein. Aber jetzt ist sie fast vollständig zerstört. Sie verläuft auf halber Länge mitten durch New Asia. Daran kann man sehen, wie sehr sich das Land im Gegensatz zu früher vergrößert hat." "Wow!" Maxon legte die Hände auf meinen Rücken. "Ich habe wirklich gehofft, dass es dir gefallen würde." "Das tut es. Sehr. Bitte mach mir auch so eine." "Wirklich?" "Ja, oder zeig mir, wie es geht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mir schon gewünscht habe, ich könnte einzelne Momente meines Lebens auf diese Weise festhalten. Ich besitze ein paar alte Fotos meiner Familie und nun das neue mit dem Baby meiner Schwester. Aber das war's auch schon. Mir ist nicht mal in den Sinn gekommen, ein Tagebuch zu führen und Dinge niederzuschreiben. Durch diese Fotowand habe ich das Gefühl, dich viel besser zu kennen." Das hier war der Kern seines Wesens. Ich spürte die Dinge, die beständig waren. Zum Beispiel, wie sehr er an den Palast gebunden war. Und die kurzen Ausbrüche durch seine Reisen. Doch es gab auch Elemente, die sich veränderten. Die anderen Mädchen und ich waren so häufig an der Wand zu sehen, weil wir seine Welt momentan dominierten. Selbst wenn wir den Palast verließen, würden wir nicht gänzlich verschwunden sein. Ich trat zu ihm und legte den Arm um ihn. Er tat dasselbe bei mir. Und dann standen wir eine Weile schweigend da und betrachteten die Collage. Dabei kam mir plötzlich etwas in den Sinn, das eigentlich schon die ganze Zeit offensichtlich gewesen war. "Maxon?" "Ja." "Wenn die Dinge anders liegen, wenn du nicht der Prinz wärst und entscheiden könntest, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst, würde es dann das hier sein?" Ich zeigte auf die Collage. "Ob ich Fotograf werden wollte, meinst du?" "Genau." Er musste keine Sekunde überlegen. "Ganz bestimmt. Ich würde gern in die künstlerische Richtung gehen. Oder vielleicht auch einfach nur Familienfotos machen. Werbefotos könnte ich mir ebenfalls vorstellen. Wahrscheinlich würde ich alles machen, was man mir anböte. Es ist eben meine große Leidenschaft. Aber das weißt du ja." "Ja, das weiß ich." Ich lächelte, weil mich diese Erkenntnis so glücklich machte.
Warum fragst du? Weil du... Ich drehte mich um, um ihn anschauen zu können. Du wärst dann eine 5. Langsam nahm Maxon meine Worte in sich auf und lächelte still. Das macht mich froh. Mich auch. Plötzlich sah er mich entschlossen an und ergriff meine Hände. Sag es, America. Bitte, sag mir, dass du mich liebst, dass du nur mir allein gehören willst. Ich kann nicht allein dein sein, solange noch 3 weitere Mädchen im Palast sind. Und ich kann sie nicht nach Hause schicken, bis ich mit mir deiner Gefühle nicht ganz sicher sein kann. Aber ich kann dir nicht geben, was du dir wünschst, wenn ich weiß, dass du vielleicht schon morgen das Gleiche mit Chris machst. Was sollte ich mit Chris machen? Sie hat mein Zimmer bereits gesehen, das habe ich dir doch gesagt. Das meine ich nicht. Wenn du sie irgendwo hinführst und ihr das Gefühl gibst, als ob... Er wartete. Als ob? Fragte er. Als ob sie die Einzige wäre, die zählt. Sie ist verrückt nach dir. Sie hat mir gesagt. Und ich glaube nicht, dass diese Gefühle nur einseitig sind. Er seufzte und suchte nach Worten. Ich kann dir nicht sagen, dass sie mir nichts bedeutet. Ich kann dir aber sagen, dass du mir wichtiger bist. Wie soll ich mir dessen sicher sein, wenn du es nicht schaffst, sie nach Hause zu schicken? Er grinste verwegen und legte die Lippen an mein Ohr. Ich kann mir noch andere Möglichkeiten vorstellen, dir zu zeigen, welche Gefühle du in mir wächst, flüsterte er. Ich schluckte. Ich hoffte und fürchtete zugleich, dass er noch mehr sagen würde. Mein Körper presste sich gegen seinen und mit einer Hand drückte er mich an sich. Mit der anderen strich er mir die Hand zurück. Ich zitterte, als er mit den Lippen meine Haut berührte. Sein Atem war so verführerisch. Es war, als ob ich vergessen hätte, wie ich meine Gliedmaßen benutzen musste. Ich konnte mich nicht an ihm festhalten und wusste auch nicht mehr, wie ich mich bewegen sollte. Doch Maxon kam mir zu Hilfe, indem er mich ein paar Schritte rückwärts schob, so dass ich an seine Fotokollage gedrückt wurde. »Ich will dich, America«, murmelte er in mein Ohr. »Ich will, dass du mir allein gehörst, und ich will dir alles geben.« Seine Lippen wanderten über meine Wange und hielten erst an meinem Mundwinkel inne. »Ich will dir Dinge geben, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie dir wünschst. Ich will«, hauchte er an meinen Mund. »Unbedingt das.« Lautes Klopfen an der Tür unterbrach ihn. Ich hatte mich so in Maxons Berührungen, seinen Worten und seinem Duft verloren, dass das Geräusch wie aus einer anderen Welt zu kommen schien. Wir wandten uns zur Tür, dann rückte Maxon schnell noch einmal die Lippen auf meine. »Beweg dich nicht, ich will dieses Gespräch unbedingt zu Ende bringen.« Er küsste mich zärtlich, dann zog er sich zurück. Ich schnappte nach Luft. Es wäre keine gute Idee, mich durch Küsse zu einem Geständnis bewegen zu lassen. Andererseits, wenn es eine Möglichkeit gab, sich genau dafür zu drücken, dann waren es endlose Küsse. Maxon öffnete die Tür und schirmte mich dabei mit dem Körper ab. Ich fuhr mit den Händen durchs Haar und versuchte, mich zusammenzureißen. »Bitte entschuldigen Sie, Eure Majestät«, sagte jemand. »Wir sind auf der Suche nach Lady America und ihre Zofen meinten, sie wäre wohl bei Ihnen.« Ich fragte mich, wie meine Zofen das erraten hatten, aber es gefiel mir, dass sie so mit mir in Einklang waren. Maxon sah mit gerunzelter Stirn zu mir und öffnete die Tür dann ganz, um den Wachmann eintreten zu lassen. Der Mann kam herein und seine Augen schienen mich prüfend zu mustern, als wolle er sich noch einmal vergewissern, ob ich es auch wirklich war. Dann beugte er sich zu Maxon und flüsterte ihm etwas zu. Maxons Schultern sackten herunter und er legte die Hand vor die Augen, als ob er diese Neuigkeiten nicht ertragen könnte. »Ist alles in Ordnung?«, fragte ich, weil ich nicht wollte, dass er allein litt. Mit mitfühlendem Blick wandte er sich zu mir. »Es tut mir unendlich leid, America. Es ist furchtbar, derjenige sein zu müssen, der es dir sagt. Dein Vater ist gestorben.« Zunächst verstand ich seine Worte nicht, ganz gleich, wie ich sie in meinem Kopf zusammensetzte. Sie führten immer zur selben unvorstellbaren Schlussfolgerung. Dann kippte das Zimmer
Und Schmecksens Gesicht nahm einen erschrockenen Ausdruck an. Das Letzte, was ich mitbekam, waren seine Arme, die mich auffingen, bevor ich zu Boden stürzte.